das klappt, dass auch anschauen können. Ja, das Thema, was Sie gewählt haben, war moderne Orthodoxie im Judentum und die Rolle der Frauen. Da hat irgendwie das gestern nicht geklappt, 19.10. heute 2021. Und das Thema wollte ich in einen größeren Kontext stellen, nämlich die, was moderne Orthodoxie ist heute im Judentum und die Rolle der Frauen ist nur zu verstehen, wenn wir einen Rückblick machen in die jüdische Geschichte, um den Prozess zu verstehen, aufgrund dessen die Orthodoxie irgendwann entstanden ist im Judentum und welche Varianten es im Judentum gibt und welche Rolle die für die Rolle der Frauen im Judentum spielen. Das Thema möchte ich einordnen in eine Frage der Grundfragen von der jüdischen Geschichte und Tradition der verschiedenen jüdischen Kulturen, sagt man teilweise, manche sagen sogar Judentümer im Plural, weil es das eine Judentum nicht gibt. Also moderne Orthodoxie beispielsweise sagt auch, dass es verschiedene andere Formen selbstverständlich des Judentums gibt. Das heißt, ein Phänomen, was über die gesamte jüdische Geschichte zu beobachten ist, nämlich von Zentralisierung und Homogenität versus Pluralität, Abgrenzung, Offenheit, Distanzierung, Nähe, Verbindlichkeit, Relativismus, Selbstbehauptung, Akkulturation, Kontinuität, Erneuerung und Partikularismus, Universalismus. Das sind alles Faktoren, die auch bei diesem Thema letztlich eine Rolle spielen, wenn wir uns diesem speziellen Thema widmen. Wichtig ist zu wissen, was konstituiert das, was wir in den verschiedenen Erscheinungsformen heute als jüdisches Leben, jüdische Religionspraxis wahrnehmen. Das ist etwas, was wahrscheinlich den meisten bekannt ist, nämlich die Grundlage des biblischen Judentums, nämlich die Tora, die im engen Sinne die fünf Bücher Mose oder griechisch Pentateuch bezeichnet, aber insgesamt auch die sogenannte hebräische Bibel oder im christlichen Sprachgebrauch das sogenannte Alte Testament. Ein Begriff, der etwas negativ konnotiert ist, weil er alt negativ wertet, im Unterschied zu neu. Ich auch nicht. Ich war nur heute diese Woche da. Das ist ja immer die Frau Hund, die sagt mir immer an den Tagen. Jetzt warten wir ganz kurz, dass wir bitte alle möglichst Mikrofon ausschalten. Ja, genau, danke. Das ist ganz hilfreich. Also Altes Testament, weil das häufig das Wort alt im Deutschen überholt meint und ersetzt durch etwas Neues, was besser ist als das Alte. Ja, also hebräische Bibel, dass die im das, was eben hebräische Bibel ist, im jüdischen Sprachgebrauch auch bezeichnet wird als Tanach, und zwar nach den hebräischen Anfangsbuchstaben der drei großen Teile, die die hebräische Bibel ausmachen, nämlich Torah, die fünf Bücher Mose im engeren Sinne, die Nevi'im, die schriftlichen die Propheten und die Ketuvim oder Ketuvim, die Schriften. Dazu gehören beispielsweise auch die Psalmen, also ein wichtiger Teil dessen auch. Mein Audio wieder ein und jetzt wieder teil. Okay, jetzt müssten Sie mich wieder hören können. Ja, genau. Gut, das ist das, was das biblische Judentum ausmacht. Und viele meinen, also das begegnet mir zumindest immer wieder, vielleicht ist das bei Ihnen nicht der Fall, aber mir begegnet es häufig die Vorstellung, um zu wissen, was jetzt Judentum ist oder zumindest jüdische Religionslehre, reicht es ein Blick in die hebräische Bibel oder eben, wie manche sagen, auch Altes Testament zu werfen. Und da wissen wir eigentlich, was Judentum ist.
Und dem ist nicht so, weil das Judentum einen ganz entscheidenden Transformationsprozess ab dem 2. Jahrhundert vor der Zeitrechnung durchgemacht hat, nämlich indem eine Gruppe der Chachamim, auf Deutsch Weisen oder Schriftgelehrten, aufstieg zu einer einflussreichen und maßgeblich auch hoch angesehenen Gruppe innerhalb des Judentums, die immer stärker auch bestimmte die Entwicklung, die das Judentum nahm. Also wenn ich von dem Judentum sprechen kann, was natürlich zu jeder Zeit ein gewisses Problem ist, die im Neuen Testament als Pharisäer vorkommen und die sich auszeichnen durch das Studium der schriftlichen Tora. Diese Gruppierung führt ein, neben dem Studium der schriftlichen Tora, also der hebräischen Bibel, das Studium der mündlichen Tora, die als mündliche Tora wie die schriftliche Tora auch am Berg Sinai offenbart wurde, gegeben wurde, aber dann mündlich tradiert wurde, deshalb mündliche Tora. Und sie quasi dieselbe Autorität genießt, weil sie auch am Sinai gegeben wurde. Und aber die schriftliche Tora, wie sie vorliegt in der hebräischen Bibel im Alten Testament, in vielem nicht nur auslegt, sondern auch in vielem weiterführt, indem sie Themen diskutiert, die in der schriftlichen Tora, in der hebräischen Bibel nicht enthalten sind. Zum Beispiel die sehr detaillierten Fragen des Eherechts, die Art und Weise, wie Feiertage gefeiert werden, begangen werden, oder auch die Fragen der rituellen Speisevorschriften, das, was Kaschrut ist. Und im Unterschied zum Christentum und zum Islam, wo diese weitere Offenbarung an eine einzelne Person gebunden ist, also in Jesus oder den Propheten, ist diese Offenbarung nicht an einzelne Personen gebunden, sondern ist verdankt sich der Gruppe von Gelehrten, Schriftgelehrten, und zwar nicht nur in der Antike, sondern bis heute. Das heißt, auch heute beruht das rabbinische Schriftverständnis, also auch meines als Rabbinerin, darauf, Teil dieser Gruppe zu sein, die die mündliche Tora nicht nur empfangen, sondern in ihrer Lehre auch weitergeben und Teil dieser rabbinischen Traditionskette der mündlichen Tora ist. Und das habe ich in verschiedenen hier auch nochmal kurz dargestellt als Überblick, dass diese mündliche Tora eben, was ich schon sagte, auf Dauer immer mehr anwuchs, immer größer wurde und immer damit auch die Gefahr größer wurde, dass diese Tora vergessen werden konnte und es dann irgendwann auch das Bedürfnis gab, diese mündliche Tora zu verschriftlichen und zu redigieren, um sie zu bewahren. Und das war dann im 3. Jahrhundert die erste Redaktion dieser mündlichen Tora, die erste von vielen in der sogenannten Mishnah, was bedeutet auch Lehre oder Wiederholung der Tora, also Lehre. Und diese Mishnah wiederum bildete die Grundlage für weitere Diskussionen und eine Weiterentwicklung sowohl im Land Israel, in Palästina und in Babylonien. Und das Ergebnis der Mishnah wurde dann im 5. bzw. 6. Jahrhundert auch wieder redigiert, und zwar einerseits im palästinischen oder Jerusalemer Talmud und andererseits im babylonischen Talmud. Und nochmal, um zu betonen, das sind die Rabbinen, die hier die Vertreter sind der mündlichen Tora, und die ihre Autorität allein ihrer Gelehrtheit verdanken und nicht der Abstammung. Es gibt auch einige darunter, die zum Judentum konvertiert sind und als Konvertiten auch als anerkannte Rabbiner wurden, Gelehrte wurden. Im Unterschied zu dem, was vorher die Führungselite des biblischen Judentum am Ende ausmachte, nachdem das Königtum nicht mehr existierte, nämlich die Priester, die an Tempel die Führung ausmachten, solange der Tempel noch existierte, bis zur Zerstörung im Jahr 70 nach der Zeit. An ihre Stelle trat die neue Führungselite, also die Rabbinen, und an ihrem neuen Wirkungsort, dem Lehrhaus der Synagoge, mit dem Studium der Tora im zweifachen Sinne, nämlich der schriftlichen und vor allen Dingen auch der mündlichen Tora.
Und Judentum ist nicht zu verstehen, ohne nicht nur die schriftliche Tora zu kennen, sondern auch die mündliche Tora. Hier nochmal ganz plakativ als ganz knappe Übersicht. Und da fehlt jetzt mir eine Folie, die wollte ich aber Ihnen jetzt nicht verschweigen. Finde ich sie gerade nicht. Also um das ganz plakativ zu sagen, was rabbinisches Judentum ist mit der mündlichen Tora, ist letztlich das Christentum mit dem Neuen Testament. Also da, wo die mündliche Tora im rabbinischen Judentum ist, ist im Christentum das Neue Testament, mit dem Unterschied allerdings, dass das Neue Testament vom Umfang her sehr viel knapper ist, so als auch vom zeitlichen Umfang her. Also das Neue Testament eben spätestens im 2. bis 3. Jahrhundert entredigiert wurde und in seinem Umfang bestimmt wurde, also etwa zeitgleich zur Mishnah. Wohingegen die mündliche Tora eine Tradition ist, die kein endgültiges Ende gefunden hat. Und ich sage zum Beispiel meinen Studierenden immer, es geht genauso wenig Judentumsverstehen ohne die mündliche Tora, wie es möglich wäre, Christentum zu verstehen ohne das Neue Testament. Beziehungsweise wenn man jemand, der christlich ist, sagen würde, ja, um zu wissen, was das Christentum ist, muss man nur in die hebräische Bibel schauen. Da würde jeder, der christlich ist, sagen wahrscheinlich, nee, das geht nicht. Dazu braucht man natürlich auch das Neue Testament. Genauso gilt es für das Judentum, genauso wichtig wie die hebräische Bibel ist mindestens auch die mündliche Tora, um zu verstehen, was das Judentum dann seit der Antike, insbesondere seit der Tempelzerstörung im Jahre 70 nach christlicher Zeitrechnung ausgemacht hat. Es ist allerdings genau sehr viel schwieriger, das auch zu erfassen, da das, was rabbinisches Judentum ist, eine fortlaufende Entwicklung ist und eben vom Umfang her deutlich immens größer dadurch ist, als das, was das Neue Testament ausmacht in seinem Umfang. Ja, so viel das ganz knapp. Das bedeutet eben auch, dass die Auslegung dessen, was sowohl die hebräische Bibel angeht, als auch die Diskussion im Talmud, eine immer auf Pluralität basiert. Und das bedeutet, dass es sehr viele Pluralismen im Judentum gibt seit der biblischen Zeit, die damit zu tun haben, in der Art und Weise, wie sich die rabbinische Überlieferung gestaltet hat, aber auch, dass mit der Tempelzerstörung die Bedeutung derjenigen, die außerhalb des Landes Israel gelebt haben und ihre Zahl immer stärker angestiegen ist und dass eben es in der Antike gab es einerseits Juden, die beispielsweise in Ägypten lebten und Griechisch sprachen, neben denen, die im Land Israel lebten und Hebräisch und Aramäisch beherrschten. Es gab innerhalb des Landes Israel gab es Unterschiede, ob diejenigen in Judäa oder Galiläa lebten, in Teilen der Religionspraxis. Dann nach der Tempelzerstörung und in dem Moment, als die Mishnah in Babylonien diskutiert wurde, gab es die Unterschiede zwischen dem Land Israel und Babylonien. Dann gab es die Unterschiede zwischen Spanien und dem, was man als in Anführungszeichen Deutschland bezeichnen kann. Da zeige ich Ihnen gleich noch eine Karte. Also das heißt, es gab nie letztlich das Judentum, sondern ganz immer unterschiedliche Formen von jüdischer Schriftauslegung und auch eine entsprechende Vielfalt in der jüdischen Religionspraxis. Also das ist immer ganz wichtig, das im Kopf zu haben. Es ist nicht nur seit dem 19. Jahrhundert, sondern immer. Ja, das, was ich schon angesprochen habe, dass es Unterschiede gibt, auch in der jüdischen Religionspraxis, hängt auch damit zusammen mit der Gesellschaft, in der Juden lebten. Und da macht es einen großen Unterschied, ob Juden in der christlichen Hemisphäre lebten oder in der muslimischen Hemisphäre. Hier sehen wir die Ausbreitung des Islams im 7. und 8. Jahrhundert. Und hier in den Bereichen des Islam lebten selbstverständlich auch Jüdinnen und Juden. Und das sehen wir hier nochmal dann in einer Karte aus jüdischer Sicht, die ich hatte schon genannt, vorhin wichtig war in dem
Antike, das heißt im ersten Jahrtausend zunächst die beiden Siedlungszentren im Land Israel bzw. in Babylonien. Hier der Jerusalemer bzw. palästinische Talmud, wie er heißt, und hier der babylonische Talmud, der hier entstand als Ergebnis der, Diskussion der Mishnah, also der Redigierung der, der Mishnah, also des ersten Teils der rabbinischen Lehre und der mündlichen Tora. Und die Einfluss von Babylonien breitete sich vor allen Dingen aus in die Gegenden, die dann zur islamischen Hemisphäre gehörten. Die standen unter dem Einfluss der jüdischen Zentren in Babylonien, also unter anderem Bagdad, das ist heute auch noch ein Begriff, wohingegen der palästinische Talmud und sein Einfluss zunächst rezipiert wurde in dem Gebiet, das dann in etwa sich deckt mit dem, was das heutige Deutschland beschreibt, das heißt das aschkenasische Judentum. Und was ich Ihnen hier zeige auch nochmal, ist dann teilweise auch eine Korrespondenz in der Art und Weise, beispielsweise im muslimischen Bereich, in der islamischen Hemisphäre, wie sich das jüdische Recht entwickelt, nämlich eben, dass es hier neben dem Koran auch ähnliche Sammlungen gibt, wie Konsens der Rechtsgelehrten Ijma oder Fatwa. Das kennen wir aus einem sehr negativen, ist es vielen, viele verbinden mit der Fatwa, einen sehr negativen Begriff. Es geht aber im Prinzip da auch nur um Rechtsurteile von Rechtsgelehrten im islamischen Bereich, die ihr Äquivalent haben in den Responsen, den Rechtsgutachten der rabbinischen Gelehrten. Also da gibt es viele parallele Erscheinungen. Und vor allen Dingen auch, wenn wir das betrachten, was am Ende dann das Recht, das religiöse Recht ausmacht, das ist Halacha, der Pfad, also das, den Weg, der zu gehen ist oder der eine möglichen Wegweisung gibt auf dem Weg des Lebens sozusagen, ist ein Recht, das alle Lebensbereiche umfasst, die Halacha nach jüdischem Verständnis, und das entspricht in vielem auch der Scharia, was auch Pfad und Weg bedeutet, nämlich auch einem heiligen Recht, auch für alle Lebensbereiche nach islamischem Verständnis, was sehr wichtig ist. Sie können mich auch gern über korrigieren, wenn ich da was falsch sage, was den Islam angeht. Ja, ich sagte schon, es gibt im Mittelalter, entwickeln sich neue Zentren auch der jüdischen Lehre. Das ist Spanien einerseits, was einen großen Teil noch in der islamischen Hemisphäre sich entwickelt, und auf der anderen Seite das, was im geografischen Raum Deutschland sich entwickelt, das ist das sogenannte aschkenasische Judentum. Und da zeige ich die Karte, wie ich Ihnen versprochen habe. Hier sehen Sie nochmal den islamischen Bereich grün, also was dann korrespondiert mit dem orientalischen Judentum, und dann hier das sephardische Judentum, was sich in Spanien auch entwickelt. Und dann das, was im Blauen ist, das ist das sogenannte aschkenasische Judentum im Mittelalter. Und das ist wichtig im Kopf zu behalten, nicht nur, weil sich diese Religionspraxis teilweise sehr unterscheidet, was das sephardische Judentum angeht und das aschkenasische Judentum, auch entsprechend durch den Einfluss der Umgebungsgesellschaft, sondern das hat dann auch Rückwirkungen auf die Rolle der Frauen. Und das ist ja ein Thema, mit dem wir uns heute besonders auch befassen wollen. Und das bedeutet für die Rolle der Frauen beispielsweise, dass da geht die Forschung bislang davon aus, dass die Rolle der Frauen im aschkenasischen Judentum eine sehr viel stärkere und aktivere ist als in Bereichen des sephardischen oder des orientalischen Judentums. Das zeigt sich zum Beispiel an einem, ich weiß nicht, ob Sie das interessiert, woher die Begriffe kommen, der Begriff für Sfarad oder Aschkenas. Aschkenas kommt aus Genesis 10,3 in der Völkertafel. Da ist Aschkenas ein Urenkel Noahs genannt, oder eben in einem Buch der Chroniken ein nördliches Volk.
was aber nicht geografisch in den biblischen Zeiten selbstverständlich mit Deutschland gleichzusetzen ist, sondern das ist eine mittelalterliche Festsetzung, genauso wie die Festsetzung von Sfarad. Da werden im Vers 20 des Buches Obadja, was nur ein Kapitel hat, also deshalb Vers 20, die Weggeführten des Heeres hier und aus Jerusalem mit der Gegend von Sfarad in Verbindung gebracht. Und das ist hier also quasi in den biblischen Zeiten anscheinend eine Gegend in Kleinasien, wo israelitische Deportierte oder Exilierte leben. Und das wird dann im Mittelalter Spanien. Und anscheinend der Sinn dahinter war, im Mittelalter biblische Begriffe zu verwenden, die in biblischer Zeit eine andere geografische Gegend bezeichnen, als dann im Mittelalter, wie sie im Mittelalter verwendet wurden, war das Selbstverständnis, dass eben jüdischerseits man sich verstand dort in Spanien oder auch in Deutschland, als habe man schon in biblischen Zeiten dort gelebt. Also das heißt, diese neuen Siedlungsgebiete von Juden bekommen also quasi eine biblische Qualität, was also auch viel über das Selbstverständnis sagt. Ja, warum unterscheidet sich die Stellung der Frau im aschkenasischen Judentum? Und da gehe ich jetzt fokussiert darauf ein, weil auch die moderne Orthodoxie sich im aschkenasischen Judentum entwickelt. Also ich behandle jetzt nicht das orientalische und das sephardische Judentum, was auch spannend wäre, sondern ich fokussiere mich jetzt ab dem Mittelalter auf dem aschkenasischen Judentum. Das hat unter anderem, wird es in Verbindung gebracht mit einer mit dem Wirken eines der ersten berühmten rabbinischen Gelehrten im aschkenasischen Judentum, nämlich hier von Rabbeinu Gershom ben Yehuda, der in Mainz tätig war. Und eine Innovation, die ihm zugeschrieben wird, ist, dass er die Polygamie verboten hat und die Monogamie quasi dadurch umgekehrt eingeführt hat für das aschkenasische Judentum und dass ab dem etwa 11. Jahrhundert die Monogamie die Regel war für das aschkenasische Judentum. Da ist spekuliert worden, ob das jetzt ein christlicher Einfluss ist, weil im christlichen Hemisphäre auch die Polygamie zumindest nicht in einer rechtlichen Form praktiziert wurde, also was Teile dich daran hinderte, Geliebte zu haben und aber eben nur eine Frau offiziell heirateten, wohingegen im orientalischen und sephardischen Judentum die Möglichkeit der Polygamie weiter bestand bis zur Gründung des Staates Israel 1948, der dann vorgeschrieben hat, dass im Staat Israel nur auch die Monogamie möglich ist, aber vorher war sie in anderen Bereichen möglich und diejenigen, die in den Staat Israel einwanderten und schon mit mehreren Frauen verheiratet waren, konnten auch im Staat Israel mit mehreren Frauen weiterhin verheiratet bleiben. Also die bis dahin geschlossenen Ehen mit mehreren Frauen wurden auch vom Recht des Staates Israel anerkannt, nur dass dann keine neuen mehr geschlossen werden konnten. Ja, ein anderer, der wichtig ist, wenn wir uns diese spezifische Entwicklung des aschkenasischen Judentums betrachten, ist einer der Gelehrten, herausragenden Gelehrten, nämlich kurz gefasst Rashi nach den Anfangsbuchstaben seiner hebräischen Namen, Shlomo bar Yitzhak oder Salomon bar Isaak, der in Troyes und in Worms tätig war und durch seine Kommentare zur Bibel, zur hebräischen Bibel als zum babylonischen Talmud ein eigenes Studium des Talmud ermöglichte und damit die Unabhängigkeit von den babylonischen Akademien, die, wie zu sehen war, vor allen Dingen auch eben den nordafrikanischen Raum und die Iberische Halbinsel beherrschten und dadurch auch die Möglichkeit gab, nochmal eine ganz eigene Religionspraxis jetzt im aschkenasischen Judentum zu entwickeln, also sich unabhängig zu machen von Babylonien und der dortigen Vorstellungen. Das, hier sehen Sie es nochmal, da ist eben die Zentren des aschkenasischen Judentums am Oberrhein, hier Mainz und Worms. Worms, wo Rashi dann tätig war, war Mainz, wo eben derjenige Rabbeinu Gershom tätig war, der die Monogamie einführte, und Troyes als weiterem Wirkungsort von Rashi und anderen
weiteren Gemeinden in Frankreich, Ile-de-France vor allen Dingen, wo auch seine Enkel dann tätig waren. Und ganz wichtig, dass die Religionspraxis des aschkenasischen Judentums prägten. Hier ein Beispiel, Rashi hatte keine Söhne, aber drei Töchter. Und von den Töchtern ist bekannt, dass sie auch gelehrt waren, zumindest, dass eine hebräische Handschriften auch abschrieb und sie wiederum auch gelehrte Männer heirateten, die nicht so gelehrt waren wie dann ihr Vater, aber aus diesen Beziehungen Söhne hervorgingen, die wiederum sehr gelehrt waren und sehr anerkannte Rechtsgelehrte wurden. Und was durchaus auch mit dem Einfluss der Mütter in Verbindung gebracht wird. Und diese Töchter von Rashi stehen manchen Frauen heute auch in der modernen Orthodoxie als Vorbilder für gelehrte Frauen im vormodernen Judentum. Ja, ich sagte es schon, es gibt verschiedene Kriterien, warum im aschkenasischen Judentum die Stellung der Frau immer höher wurde und die Frauen immer einflussreicher wurden, auch in der jüdischen Gesellschaft. Und dazu gehört neben dem Verbot der Polygamie auch das Verbot, dass Frauen nicht gegen ihren Willen geschieden werden konnten, sondern nur mit dem Einverständnis, dass sie in der Ehe eine hohe Stellung hatten, nämlich dass sie bei Auflösung der Ehe eine hohe Abfindung erhalten mussten und deshalb sie während der Ehe dadurch auch gut geschützt waren, also in vielen Bereichen, dass viele Frauen als Kauffrauen tätig waren und zwar eigenständig und auch haften mussten für ihre Handelstätigkeit, also in jeder Hinsicht beruflich erwerbstätig waren und unabhängig waren, was sich in vielen Formen zeigt, und dass Frauensynagogen gebaut wurden, das heißt Synagogen angebaut wurden an die bestehenden Synagogen, weil anscheinend Frauen ein so starkes Bedürfnis entwickelten, an synagogalen Gottesdienst teilzunehmen. Also Frauensynagogen beispielsweise gibt es in der islamischen Hemisphäre gar nicht. Und da wird dann vielfach draus geschlossen, die Frage ist, kann man das so sagen, dass sie die Frauen nicht am Gottesdienst teilnahmen? Also hier im aschkenasischen Judentum ist das hohe Interesse der Frauen zumindest belegt an den Frauensynagogen unter anderem. Hier sehen Sie die von Worms. Da sieht man hier, das ist die Frauensynagoge, das ist dieser Teil. Und der ist praktisch genauso groß wie dann die Synagoge, in der ursprünglich beide Geschlechter waren und dem dann nur noch die Männer waren. Also da gibt es fast keinen großen Unterschied zwischen Frauen- und Männersynagoge, und das gilt auch für Speyer. Ja, und es gibt Illustrationen, die habe ich vorhin noch behandelt in meiner Lehrveranstaltung, weil ich eine Veranstaltung gerade mache, ein Seminar über die Geschichte der Juden in Heidelberg und Mannheim. Und hier gibt es eine Pesach Haggadah, also die Erzählung zum Auszug von Ägypten, die 1430 geschrieben wurde von Israel Ben Meir von Heidelberg und die heute in der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek in Darmstadt liegt. Und da sehen Sie auch nochmal, dass in einigen Illustrationen Frauen eine sehr zentrale Rolle annehmen, also gleichwertig mit den Männern, auch sehr schön zu sehen sind. Und deshalb ist diese Abbildung häufig auf dem Titelbild von Büchern, die sich mit der Stellung der Frau im mittelalterlichen Judentum beschäftigen. Und es gibt die Diskussion, inwieweit diese Bilder realistisch sind, eine realistische Wirklichkeit widerspiegeln im Mittelalter, oder ob sie Idealisierung sind, ob sie überhaupt von einem Juden tatsächlich die Illustrationen stammen oder ob der Text nur geschrieben wurde von einem Juden und die Illustrationen von einem Christen sind. Es gibt typisch jüdische Merkmale, außer dass es hebräische Textelemente gibt. Hier gibt es einen Juden, der einen sogenannten Judenhut trägt, also ein besonderes Teil der jüdischen Kleidung, die nicht von Christen getragen wurden. Also das heißt, es ist hier ein jüdischer Kontext schon vorausgesetzt bei den Illustrationen. Und letztlich, ich mache da manchmal den Scherz, das ist die Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg im Mittelalter. Wenn man das hier sieht, wie hier alle begeistert miteinander lernen und auch Frauen hier auf den Text verweisen. Und letztlich wurde das für jüdische Auftraggeber
diese Pesachhager da geschrieben und illustriert. Und die Frage wäre, ob Sie damit einverstanden gewesen wären, wenn hier eine Wirklichkeit dargestellt würde, die völlig Ihrer normalen, also oder Ihrer alltäglichen Erfahrung widersprechen würde. Also es gibt Anzeichen, die wirklich belegen, die dafür sprechen, dass zumindest diese Abbildung hier das gemeinsame Lernen von Männern und Frauen durchaus zu einem Teil realistisch ist. Und da, ich will jetzt nicht den Sprung vom Mittelalter direkt ins 19. Jahrhundert machen, aber es zeigt sich hier eine Tradition, die nicht nur hierfür also nachzuweisen ist, sondern sich über die frühe Neuzeit dann fortsetzt, dass Frauen gelehrt sind oder auch über ein großes religiöses Wissen verfügt haben. Hier ist es nochmal Ausschnitte, also der wild diskutierenden Männer und Frauen, die miteinander lernen in dieser Pessahager. Da hier sieht man auch nochmal den Judenhut. Ja, es gibt, wie gesagt, Beispiele von berühmten Geldhändlerinnen. Es gibt Frauen, die als Gemeindevorsitzende sind. Es gibt Beispiele für gelehrte Frauen. Es gibt Beispiele für Vorbeterinnen, die das Gebet der Frauen leiten im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Und eine, wo wir dann etwas besser nachvollziehen können, also wo wir fast eine Quelle einer Frau aus erster Hand haben, ist im Fall von Glickel Basluder Leib, von der die ältesten erhaltenen Memoiren stammen, ihre Autobiografie in gewisser Weise ein Vermächtnis, in dem sie ihre Werte vermittelt an ihre Kinder und Nachfahren. Und diese Autobiografie aus dem zweiten Hälfte des, also oder Ende des 17. Jahrhunderts und im Anfang des 18. Jahrhunderts stammt. Also sie beginnt im Jahre 1691 mit ihrer Autobiografie, in der sie nochmal ihr Leben beschreibt als Vermächtnis für ihre Kinder. Und hier... das ist nur kurz, das ist nicht unser Thema, aber sie ist eine Person, die die Forschung fasziniert hat in unterschiedlicher Weise durch ihre Lebensumstände, dass sie 14 Kinder geboren hat, von denen 12 das Heiratsalter erreichen, dass sie von diesen 14 Kindern, von denen 8 unverheiratet sind, als ihr erster Mann nach 30 Jahren Ehe stirbt, dass sie die bis auf eines alle schafft, alleine zu verheiraten, bedingt durch den Umstand, dass sie den Handel weiterführen kann. Und sie kann es nur, weil sie in der Zeit ihrer Ehe schon an der Seite ihres Mannes als Handelsfrau tätig gewesen ist. Also ist einerseits ein Beispiel für eine erfolgreiche Kauffrau. Andererseits sind ihre Memoiren durchzogen von Zitaten und Anspielungen aus der zeitgenössischen jiddischen Literatur vor allen Dingen. Und das zeigt auch nochmal, zeugt von ihrer doch literarischen Bewandertheit, gerade in der zeitgenössischen jiddischen Literatur, also wo es um religiöse Werte gerade geht und ihr religiöses Vermächtnis an ihre Kinder. Also hier sind Beispiele aus der Abschrift dann ihrer Memoiren durch ihren Sohn. Also was zeigt, wie wichtig auch nochmal sie als Figur in der Familie war, dass ihr Sohn der Entscheidende ist, derjenige ist, der sie dann auch tradiert hat, weil er die Memoiren seiner Mutter derart auch geschätzt hat und ihr einen hohen Wert beigemessen hat. Glickel ist nicht alleine. Es gibt ganz bekannte Frauen wie Madame Kaula hier, die hier zu sehen ist, die in Hechingen nachher tätig war und die reichste Frau ihrer Zeit war als Madame Kaula und als erste Unternehmer Süddeutschlands aufgetreten ist. Oder eben Bertha Pappenheim, da mache ich dann schon fast einen Sprung ins 20. Jahrhundert, die eine Nachfahrin war, der Glickel von Hameln und den Jüdischen Frauenbund begründet hat, 1904. Also das heißt, Glickel hat viele inspiriert, sei es Madame Kaula oder eben auch ihre späte Nachfahrin Bertha von Pappenheim, bekannt geworden als die Patientin Anna O. in der Geschichte der Psychoanalyse. Ja, eine wichtige Veränderung setzt ein mit der jüdischen Aufklärung,
wo eine, der Doyen der jüdischen Aufklärung, die Integrationsfigur der jüdischen Aufklärung, Moses Mendelssohn ist, der bewirkt, dass Juden und Jüdinnen sich die allgemeine Bildung, der allgemeinen Bildung erhalten und öffnen und auch eben er die Grundlage legt für das, was dann die Wissenschaft des Judentums im 19. Jahrhundert wird. Also das heißt, eine wissenschaftlich-kritische Auseinandersetzung mit den Quellen des Judentums, zu denen auch die biblische, die schriftliche und die mündliche Tora gehören. Und damit auch einen Prozess dann einleitet, wie wir gleich sehen werden, der dann führt zur Aufspaltung im Judentum des 19. Jahrhunderts, nämlich zu dem, was dann Reformjudentum wird und dann andererseits Orthodoxie. Also das, was jetzt hier Ende des 18. Jahrhunderts aufscheint als Themen, ist die Frage von Kontinuität und Erneuerung, mit eben entscheidend angestoßen durch die Entwicklung der Haskalah. Es beginnt die rechtliche Gleichstellung der Juden, auch die Forderung von Juden nach gleichrechtlicher Gleichstellung in der Gesellschaft, Zugang zum Universitätsstudium, zu den allgemeinen Berufen und auch im politischen Sinne, also dass Juden in der allgemeinen kommunalen und politischen, in allen Organisationen politisch auch vertreten sind. Aber wichtig ist auch eben das Erziehungsprogramm, wie ich schon sagte, also die, was auch obrigkeitlich zur Voraussetzung gemacht hat. Juden müssen sich verbessern hinsichtlich ihrer Erziehung, Unterricht, ihrer beruflichen Bildung, um dann als Belohnung rechtlich gleichgestellt zu werden. Und zu dieser zu diesem Verbesserungsprogramm gehört letztlich auch die Forderung, dass sie ihre religiöse Praxis verbessern, also auch ihre gottesdienstliche Praxis verbessern und es in der Folge allmählich zu religiösen Reformen kommt. Darunter gehört das Gebet in deutscher Sprache, die Predigt in deutscher Sprache, gemischte Chöre und auch die Einführung der Orgel im synagogalen Gottesdienst. Ästhetisch also lehnt sich dann hier das, der Gottesdienst an in vielen Formen, dem Gottesdienst, wie er im zeitgenössischen Protestantismus praktiziert wird. Das heißt, hier ist das der jüdische Gottesdienst, also die Leitkultur, quasi religiöse Leitkultur, wenn für den jüdischen Gottesdienst ist der protestantische Gottesdienst. Und da das wirkt sich dann auch aus quasi, also hier nicht nur in Religiosität und Ästhetik, sondern eben auch beispielsweise, dass die Konfirmation eingeführt wird für Mädchen im Judentum, also Konfirmation wirklich entlehnt dem Protestantismus, dem zeitgenössischen Protestantismus, dass die Rabbiner Talar tragen, also dass sie werden von der Obrigkeit dazu verpflichtet, den protestantischen Talar zu tragen, also dass sie praktisch sich äußerlich kaum von Pfarrern der protestantischen Konfession unterscheiden und eben, dass eben hier auch die Ästhetik gestaltet wird, entsprechend des Protestantismus. Ja, es gibt berühmte Reformrabbiner, zu denen gehört Abraham Geiger, die eben hier auch ganz wichtig waren in der Gestaltung des Gottesdienstes und in dem, was sie als verbindlich ansahen, von nun an für jüdische Religionspraxis. Und ein radikaler Vertreter wie Samuel Heutmann, der es sich sogar vorstellen konnte, den Gottesdienst vom Schabbat auf den Sonntag zu verlegen. Also so weit ist man dann nicht gegangen, aber diesen radikalen Weg. Aber es gab eine wirklich große Veränderung auch in der jüdischen Religionspraxis im Zuge der Reform. Wenn es Reform gibt, versteht sich von selbst fast, dass in allen Bereichen, auch das ist nicht singulär fürs Judentum, dass es dann wiederum Tendenzen gibt, die zu einer Mäßigung aufrufen oder sich in Abgrenzung davon entwickeln. Und es gibt zunächst die gemäßigte Reform, also das ist etwas, was heute als das sogenannte konservative Judentum dann auch bekannt ist,
wo es einerseits die Bereitschaft gibt, das Judentum in seinem historischen Kontext zu erforschen, andererseits das Religionsgesetz positiv zu verstehen. Deshalb heißt es historisch positives Judentum. Und dieser Mittelweg quasi etabliert sich dann, als 1854 das jüdisch-theologische Seminar in Breslau gegründet wird, was an dem dann auch die entsprechenden Rabbiner ausgebildet werden, die diesen Idealen der gemäßigten Reform folgen. Und als weitere Strömung, und jetzt sind wir bald bei der modernen Orthodoxie, entwickelt sich dann die Orthodoxie. Der Begriff erscheint anscheinend erstmalig 1795. Der Begriff Orthodoxie ist nicht ganz glücklich gewesen, und es ist auch verständlich deshalb, dass innerjüdisch Torah-treu, also treu der Torah, treu der Halacha, treu dem Religionsgesetz, ein populärer Begriff war als Orthodoxie, weil Orthodoxie auch wörtlich übersetzt heißt, also quasi der rechte Glaube, der allerdings in dieser ganzen Diskussion im 19. Jahrhundert der Glaube nicht die Rolle spielt, sondern die Frage der Religionspraxis. Also dann wäre es wahrscheinlich treffender immer gewesen, von Orthopraxie zu sprechen und nicht, also der richtigen Praxis und nicht Orthodoxie, dem richtigen Glauben. Also es geht nicht um einen dogmatischen Glauben, sondern es geht immer um die Frage der richtigen Praxis auch. Und ein ganz wichtiger Vertreter dieser neuen Orthodoxie, die sich dann entwickelt in Abgrenzung zur Reformjudentum, ist Samson Raphael Hirsch, der jetzt Orthodoxie nicht versteht als Ablehnung beispielsweise der Wissenschaft und der Allgemeinbildung, sondern der als den Menschen dieser neuen Orthodoxie einen aufgeklärten Juden sieht, der sowohl in der allgemeinen Bildung und Kultur bewandert ist und andererseits aber das Religionsgesetz befolgt. Und das ist letztlich das Modell, was er hier entwickelt, das, was auch die heutige moderne Orthodoxie auszeichnet. Die moderne Orthodoxie eben im Unterschied zum ultraorthodoxen Judentum, dass diese Werte zum Beispiel die allgemeine Bildung ablehnt, ja, und sich in einen sehr restriktiven Raum zurückzieht, ohne die allgemeine Bildung anzunehmen. Also hier sind die Werte vertreten, also schon durch Samson Raphael Hirsch im 19. Jahrhundert, die die moderne Orthodoxie ausmachen. Und ein anderer Vertreter der Orthodoxie in Deutschland, also Israel Hildesheimer, nachdem das heutige Berliner so Hildesheimer Seminar für die orthodoxe Rabbinerausbildung in Deutschland benannt ist. Er war auch der Gründer des orthodoxen Rabbinerseminars 1893, wo er auch die wissenschaftliche Methode einführte, durchaus wünschte, dass Rabbiner auch promovierten, also es gab dann das Ideal des Doktorrabbiners als Teil der Orthodoxie eben, also wissenschaftliche Bildung und traditionelle Lebensweise, also das Bekenntnis, die Loyalität zum traditionellen Judentum schlossen sich nicht aus. Und er war bereit, mit den anderen Lagern des jüdischen Volkes, also das heißt auch mit den Reformern, zusammenzuarbeiten mit liberalen Rabbinern, wenn es um gemeinsame Anliegen ging, zum Beispiel die Bekämpfung des Antisemitismus, die zu seinen Lebzeiten schon immer, auch der leider zu seiner Zeit virulenter wurde. Ja, die Wissenschaft des Judentums, ich erwähnte es schon, ist ein wichtiger Bereich, der mit der Reform einherging und sich mit dem Vater des Judentums quasi verbindet, mit Leopold Zuns. Und hier hoffte, ich hatte schon das Thema Antisemitismus erwähnt, er hoffte, dass die rechtliche Gleichstellung sowohl zu erzielen sei durch Wissenschaft, als auch, dass das giftige Vorurteil, das heißt der Antijudaismus und Antisemitismus, durch Bildung, das heißt bekämpft werden könnte, also weil seiner Meinung nach Unwissenheit der Boden sei für das Vorurteil, den Antijudaismus und den Antisemitismus. Und deshalb die jüdische
Wissenschaft propagierte und forderte, dass die jüdische Wissenschaft Einzug an die Universitäten halten sollte. Diese Forderung wurde aber verweigert. Also es wurde an keiner deutschen Universität, auch trotz seines Antrags hin, eine Professur für beispielsweise jüdische Geschichte oder Kultur eingerichtet, sondern es wurde abgelehnt. Und das heißt, das wissenschaftliche Studium des Judentums an einer Universität hat erst nach der Shoah in Deutschland Eingang gefunden. Also das ist eines der tragischen Phänomene, dass die deutschen Universitäten sich der Wissenschaft des Judentums verweigert haben bis zur Shoah. Und die einzige Möglichkeit, die Wissenschaft des Judentums zu betreiben, war dann an den ab 1854 gegründeten Rabbinerseminaren in Deutschland, und dann gab es dann auch die in den USA beispielsweise, die gestaltet waren, teilweise sogar im Namen anklingen, an die Vorbilder in Deutschland. Also Deutschland war da noch im jüdischen Bereich quasi das Modell, an dem sich dann auch die neuen Rabbinerseminare in den USA orientierten. Und ich hatte sie schon genannt, 1854 die Konservatives als erstes gegründet. Dann gab es 1873 das orthodoxe Rabbinerseminar und dazwischen 1872 die Hochschule für die Wissenschaft des Judentums als Ausbildungsstätte der Reform, an der unter anderem Abraham Geiger als wichtiger Reformrabbiner tätig war. Und hier dann in Anlehnung die Rabbinerseminare in den USA. Dass ich jetzt diesen Ausblick in die USA mache, hängt damit zusammen, auch mit der Entwicklung der modernen Orthodoxie, die nicht vorstellbar wäre, ohne die Entwicklung in den USA zu verstehen, auch die in den USA auch ab im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts einsetzte. Und zwar, was elementar mit der Stellung der Frau zu tun hat. Hier die erste Rabbinerin der jüdischen Geschichte war Regina Jonas, die 1934 ordiniert wurde, nachdem sie vorher an der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums studiert hatte und dort ihre akademische Abschlussarbeit verfasst hatte unter dem Titel »Kann die Frau das rabbinische Amt bekleiden?« Und sie war zum Ergebnis gekommen, also die Welt besteht nun einmal durch Gott aus zwei Geschlechtern und kann nicht auf die Dauer nur von einem Geschlecht gefördert werden. Und das Ergebnis war dann, also außer Vorurteil und Ungewohntsein steht halachisch, also religionsrechtlich, fast nichts dem Bekleiden des rabbinischen Amtes seitens der Frau entgegen. Sie wurde in Auschwitz ermordet, wie leider viele Jüdinnen und Juden aus Europa. Und damit war dem Amtieren von Rabbinerinnen in Europa zunächst einmal auch ein Ende gesetzt. Und die ersten Rabbinerinnen nach der Shoah wurden dann in den USA in den jeweiligen Strömungen ordiniert. Das war 1972 zunächst Sally Present, dann 1974 Sandy Sassou und 1985 Amy Eiberg am konservativen Jewish Theological Seminar. Das brauchte länger, weil sie ihre Entscheidung, Rabbinerinnen zu ordinieren, auf der Basis der Halacha, des traditionellen Religionsgesetzes, gefasst haben und damit auch begründet haben, dass nach der traditionellen Halacha Frauen Rabbinerinnen sein können. Und damit war quasi die Grundlage gelegt, dann auch für die moderne Orthodoxie, zunächst in den USA, nämlich dass 2009 in den USA die erste explizit orthodoxe Frau zur Rabbinerin ordiniert wurde, zunächst mit einem anderen Titel, nämlich als halachische, spirituelle, Leiterin, Führerin, also Sarah Hurwitz, die den Titel Rabbah führt und an der Institution, an einer orthodoxen Institution, Dean ist und dort die Ordination von Frauen betreut, also das Studium als auch die Ordination von Frauen zur Rabbinerin. Und die erste Rabbinerin, die von dieser Institution ordiniert wurde, jetzt in Deutschland tätig ist, also es gibt auch eine orthodoxe Rabbinerin in Deutschland, jetzt Rabbi Rebecca Blady, die 2019 ordiniert wurde in den USA und die
den Titel Rabbi, also Rabbiner, für sich gewählt hat. Also den Absolventinnen wird freigestellt, welchen Titel sie nehmen, um ihre Funktion zu beschreiben. Und sie hat gesagt, wenn ich, also mit Rabbi, das wissen alle, was damit gemeint ist. Ich bezeichne mich als Rabbi. Sie ist mit die Direktorin dessen, was Base Hillel Berlin heißt. Nämlich, das ist von der weltweiten Hillel-Organisation, die jüdische Studierende vor allen Dingen in ihrer jüdischen Lebenspraxis unterstützt während ihres Studiums. Dieser weltweiten Hillel-Organisation ist eben Base Berlin gegründet worden, Base Hillel Berlin. Und dort ist sie die Direktorin und Mitgründerin. Und da sieht man auch nochmal die junge jüdische Szene. In Berlin ist für Juden alles möglich. Und da sieht man sie zusammen mit ihrem Mann, der noch Rabbinatsstudent ist. Vielleicht ist er jetzt auch fertig inzwischen und auch Rabbiner. Also sie ist Rabbinerin und zugleich Yogalehrerin. Sie haben jetzt inzwischen, glaube ich, sogar zwei Töchter, zwei Kinder also bekommen. Also ich kenne sie persönlich gut. Und sie ist eben hier mit dieser Base, also das ist eben die größte jüdische Studierendenorganisation, die Hillel-Stiftung. Und da ist also quasi der Anlaufpunkt für alle, die sich zum Judentum hingezogen fühlen. Also das heißt, hier hat die moderne Open Orthodoxy, wie sie heißt, also mit ihr als Rabbinerin auch in Deutschland Eingang gefunden. Und damit bin ich fertig, ja, mit meiner Einführung. Und ich habe gerade, glaube ich, 50 Minuten gebraucht etwa, also nach der Einführung. Also es hat jetzt gerade hingehauen, ja. Ja, ich weiß jetzt sind alle anderen stumm geschaltet. Also ihr könnt, jede kann sich also selber wieder schalten. Ich habe das freigegeben. Genau. Ja, also die Rolle der Frauen im Judentum, die Rolle der Frauen im Islam und auch im Christentum, meiner Meinung nach hat natürlich auch alles, sowohl im Christentum auch vor allem im Islam, hat mit Judentum zu tun. Deswegen wollten wir einfach mal von Ihnen hören, wie die Rolle im Judentum natürlich in verschiedenen Epochen und auch Kreisen aussieht und auch die gesamte Entwicklung. Es kann natürlich auch dazu führen, dass es die Rolle der Frauen im Islam und auch heute im Christentum, vor allem im Katholismus, positiv beeinflussen kann. Also man, das war von unserer Motive. Genau. So, jetzt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ihr könnt natürlich hier Fragen stellen oder wenn ihr was zu dem Thema sagen wollt, gerne. Ja, das Wort habt ihr. Peter, du wolltest ja was vorhin fragen, habe ich so entnommen. Der Peter Ederer ist ehemaliger Ausländerbeauftragter, also einer der Ältesten in Deutschland, der Stadt Ravensburg, bevor der Integrationsbeauftragte wurde. Und der ist auch unter uns, hat sehr viel mit Immigranten zu tun gehabt. Okay, keine Fragen, keine. Ich habe doch eine Frage, hätte ich. Ja, bitte, Eschbach, Herr Uli. Meine Kamera lässt sich aus, weil meine Kamera Zeit vollgespielt. Okay, wir hören dich, ja? Das ist schon mal wichtig. Also ich kann die Kamera einschalten, aber so verwaschen, wie ich hier bin, geht es mir eigentlich nicht. Okay, wir sehen dich. Also ich erlebe bei der evangelischen Kirche, dass sie heutzutage sehr zersplittert ist und sehr weit aufgefächert ist. Und jetzt habe ich den Eindruck, im Judentum ist das gerade so. Bei uns wird das manchmal bedauert. Andererseits will doch jeder seine individuelle Freiheit und damit auch die Konfession ausleben.
Wie empfinden Sie das, Frau Dr. Klein, bei Ihnen im Judentum? Ist das eine Bereicherung oder ist das eine Schwierigkeit? Also hinzu kommt selbstverständlich, also dass also die Pluralität im Judentum anders gewichtet wird. Also ich hatte es ja vorhin nur ganz kurz angedeutet, dass die Pluralität und die Diskussion und die unterschiedlichen Meinungen zum Grundprinzip gehören des Judentums. Also da würde ich sogar von dem Judentum wagen zu sprechen, weil das in gerade der rabbinischen Traditionsliteratur der Antike eingesetzt ist. Also beispielsweise, also um das zu erläutern, ich hatte ganz kurz erwähnt, dass auch selbstverständlich die Auslegungen der hebräischen Bibel vielfältig sind. Und das bedeutet, dass in den Sammelwerken, die die Auslegung also dann am Ende dann kodifizieren in gewisser Weise oder tradieren, da kommt dann eine Auslegung, wird referiert und dann kommt eine andere Auslegung. Und dann gibt es eine Kette von Auslegungen. Und da ist das Prinzip dahinter, es reicht nicht eine Auslegung, um die Tora zu verstehen, sondern je mehr es gibt, also die Vielfalt der Auslegung, die kommt dem entgegen. Also es gibt nicht die eine richtige Auslegung, sondern die Tora hat so viele Aspekte, dass alle danach suchen müssen, eine neue Auslegung zu finden. Also es ist das große Ziel, eine neue zu finden und nicht zu sagen, es gibt irgendwann die eine richtige Auslegung. Ja? Und das ist, und auch eben, das ist in der erzählten Auslegung, aber auch wenn es ums Religionsrecht geht, im Talmud, ich habe jetzt Ihnen leider keinen Text vorgeführt, da sind die ich habe den Begriff der Diskussionen erwähnt. Und dann gibt es dann immer die Rabbinen, die miteinander streiten. Und das gehört auch zum Grundprinzip. Dass, es gibt den Witz, ein Jude also, oder zwei Juden, drei Meinungen. Aber eben, es gehört zum Grundprinzip, es kann nicht nur eine Meinung geben, sondern es werden die Vielfalt der Meinungen, wird tradiert auch im Talmud. Also da gibt es dann alle immer drei Meinungen, die mindestens referiert werden. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo dann die Frage gestellt wird, ja, und was ist jetzt die Religionspraxis? Und dann wird, das ist dann auch teilweise ein Prinzip entschieden, ja, nach der Mehrheit wird entschieden, was die Religionspraxis ist. Und es wird dann die Frage gestellt, aber warum werden dann die anderen abweichenden Meinungen dann noch referiert? Und da heißt es dann, die abweichenden Meinungen werden referiert, weil sich eine andere Zeit vielleicht anders entscheiden wird. Wir entscheiden uns jetzt nach dieser Meinung, aber es kann sein, eine andere Zeit wird sich nach einer anderen Meinung entscheiden. Also das heißt, da wird also schon in diesem Prozess eine Vielfalt vorausgesetzt, dass es nicht die eine richtige Entscheidung geben kann. Und zurück zu Ihrer Frage zu kommen, da ist dann quasi impliziert, die Menschen und auch die jüdischen Menschen sind äußerst vielfältig und unterschiedlich in ihren Bedürfnissen. Und es kann nicht das eine jüdische Modell geben und die eine jüdische Religionspraxis, sondern das hängt von den Lebensumständen ab, das hängt von den jeweiligen Ländern ab, in denen Juden und Jüdinnen leben. Also ich sehe das jetzt in einem größeren Kontext über Deutschland hinaus, weil ich in Israel gelebt habe, ich habe in den USA studiert und ich habe auch in ganz unterschiedlichen Bereichen jüdisch gelebt. Und von daher ist also dieses Bedürfnis, wie jetzt jüdische Religionspraxis ausschaut, ist eben sehr unterschiedlich. Und die Hochschule, an der ich tätig bin, ist eine der wenigen Institutionen in Deutschland, in der beispielsweise beides friedlich nebeneinander existiert, die liberale als auch die orthodoxe Religionspraxis. Also es gibt den orthodoxen, modern orthodoxen Hochschulrabbiner, der aber kein Problem damit hat, dass ich als liberale Rabbinerin auch tätig bin und liberale Gottesdienste halte, weil er sagt, also es gibt diejenigen, die er nicht erreicht, weil beispielsweise es eben er nachvollziehen kann, dass es Frauen gibt, eben wirklich gleichberechtigt sein möchten im Gottesdienst. Und er sagt, es ist gut, wenn sie dann liberal sind und dadurch ihre jüdische Religion praktizieren. Und mit einer vielfältigen Religionspraxis erreicht man einfach ein größeres Spektrum von Jüdinnen und Juden, als wenn die Form der Religionspraxis reduziert würde. Und wir sind auch zwischendurch schon gemeinsam aufgetreten, wo er dann immer sagt, also
Das wäre das Wunder, dass wir nebeneinander und gemeinsam auftreten können in Veranstaltungen, also als Liberale und Orthodoxe, als wenn also beispielsweise er an Seiten eines Imam auftreten würde oder eines Pfarrers. Ja? Also ich sehe das nicht als Problem an, dass es eine Vielfalt gibt und auch unterschiedliche Möglichkeiten. Und ich sehe es eher als Problem an, wenn eine Richtung versucht, der anderen ihre Legitimität, ihre Berechtigung abzusprechen, ja, also was legitime Religionspraxis ist. Sehr interessanter Ansatz, danke. Ja. Ich hätte eine Frage, ja. Mein Name ist Stefan Brückner, ich komme von Ravensburg und ich bin evangelischer Pfarrer im Ruhestand und ich war vorhin überrascht, als Sie gesagt haben, Frau Dr. Klein, dass die eine der jüdischen Reformbewegungen sich so sehr am Protestantismus orientiert hat, bis hin zum Schwarzen Talar und zu Gottesdienstliturgien. Woraus erklären Sie sich das, dass es so war? Weil es gibt ja dann eben bei Martin Luther, als er im Alter sich sehr heftig gegen das Judentum geäußert hat, ja, durchaus ein abschreckendes Beispiel vom Protestantismus im Umgang mit Juden. Gibt's, können Sie noch eine Erklärung geben, warum man nicht mit dem Katholizismus eher sich orientiert hat? Ja, also das beschreibt jetzt, also die Wahrnehmung von Luther zeitgenössisch ist divers auch. Also es gibt Juden zu seiner Zeit, die es als großen Fortschritt sahen, also zumindest seine erste Schrift von 1523, dass Jesus ein geborener Jude sei, also die das als quasi revolutionär fanden, dass er sich so relativ verständnisvoll äußerte gegenüber dem Judentum. Es gab dann auch welche, vor allen Dingen nach seiner zweiten Schrift, die dann froh waren und gebetet haben für die Untergang der Protestanten in den Schmalkaldischen Kriegen beispielsweise oder gehofft haben auf die Niederlage der Protestanten, weil sie erkannt haben, dass es da durchaus Zusammenhänge gab im Politischen zwischen der Lehre auch von Martin Luther, zu der gehörte, also für diejenigen, die es nicht wissen, 1543 von den Juden und ihren Lügen, dass er ein gewisses Programm der Nazis vorwegnahm, also dass die Synagogen zerstört werden sollten, verbrannt werden sollten, die jüdische Literatur verbrannt werden sollte, dass den Rabbinern verboten werden sollte, zu lehren und dadurch die Tradition weiterzugeben. Und dass es zum Beispiel einen Landesbischof gab, 1938, der dann diese Schrift veröffentlichte und als Geburtstagsgeschenk von Martin Luther, der am 10. November geboren war, die Zerstörung der Synagogen in der Nacht vom 9. auf den 10. November bezeichnete. Und ein schöneres Geschenk habe man doch Luther jetzt nicht machen können, als endlich das umzusetzen, was er 1543 gefordert habe. Also es ist zu unterscheiden zwischen der Zeit von Martin Luther, aber eben im 19. Jahrhundert war der Protestantismus in Deutschland die Leitkultur und ist auch lange geblieben, auch was die intellektuelle Wahrnehmung angeht. Mhm. Ich habe selbst noch katholische Kollegen erlebt, professorale Kollegen, die gesagt haben, ich habe es schwerer gehabt, als Katholik an einer deutschen Universität Aufnahme zu finden und Professor zu werden an einer deutschen Universität, weil es da Vorbehalte gab gegenüber Katholiken, dass sie weniger intellektuell sind als Protestanten. Und es war klar, dass im 19. Jahrhundert, als die Juden strebten nach der Integration und der Gleichstellung in der Gesellschaft, dass sie sich an der Kultur orientierten, die als Leitkultur galt und als die führende Kultur, und das war der Protestantismus. Also sie hätten wenig davon gehabt, sich am Katholizismus zu orientieren, der wiederum auch nicht akzeptiert war, vor allen Dingen auch nicht im akademischen Bereich. Und der akademische Bereich, das war der Bereich, an den Juden und auch Jüdinnen strebten, also Jüdinnen waren also in dem Moment, als das Frauenstudium möglich war, sehr stark überproportional vertreten. Und beispielsweise die erste jüdische erste Medizinstudentin in Heidelberg war, ich brauche es fast nicht zu es versteht sich von selbst, war Jüdin. Interessanterweise aus einem orthodoxen Haushalt, der keine Probleme damit hatte, dass sie Medizin studierte. Also, aber wie ich schon dargelegt hatte, schloss sich Orthodoxie und eben die wissenschaftliche Bildung nicht aus im 19. Jahrhundert in Deutschland. Der Talar wurde eingeführt zunächst obrigkeitlich. Also er wurde den Juden verordnet, den jüdischen, also den Rabbinern verordnet als Teil der
auch erzwungenen Verbesserungen und Reform. Also es gab einen entscheidenden Anstoß einerseits obrigkeitlicherseits, wo sich dann teilweise die Obrigkeit nicht mehr erinnerte. Es gibt einen Fall, dass der preußische König Aachen besuchte, also Teil der preußischen Rheinprovinz, und erstaunt war, dass ihm der Rabbiner im Talar, im protestantischen, entgegenkam und dann erst dachte, was maßt sich dieser Rabbiner an, jetzt im protestantischen Talar mir entgegenzutreten? Und er muss dann informiert werden, dass das für ihn die vorgeschriebene Amtskleidung war. Das hat aber in der Folge dazu geführt, dass heute sogar noch, also das sehen Sie an den Vertretern teilweise des Abraham-Geiger-Kollegs in Potsdam, und dass sie teilweise auch noch den protestantischen Talar tragen. Also es ist heute keine Rabbiner und Rabbinerin mehr gezwungen, einen protestantischen Talar zu tragen, aber manche machen das immer noch aus der Tradition heraus, auch des 19. Jahrhunderts, und tragen den Talar. Also ich gehöre da nicht zu, aber ich trage, wenn ich als Rabbinerin fungiere, keinen Talar. Ja. Danke. Okay, gut. Gibt es noch weitere Fragen? Wir haben ja noch Zeit, mindestens 12 Minuten. Dann darf ich noch mal eine Frage stellen. Bitte. Ich arbeite auch gerade zusammen mit der Gesellschaft für christlich-jüdische Begegnungen in Oberschwaben, und wir machen gerade einen Film zum Judentum, zur jüdischen Gemeinde in Buchau, in Bad Buchau, die ja mehrere Jahrhunderte lang, ich sage jetzt mal, eine unangetastete Existenz dort hatte, mit guten Einvernehmen mit der dortigen katholischen Bevölkerung. Und da war zum Beispiel die Besonderheit, dass sie eine Orgel in der Synagoge hatten und auch Glocken, Kirchen, also Kirchenglocken sage ich jetzt schon, aber eben Synagogenglocken. Und das wurde, und da wäre ich jetzt interessiert zu wissen, gab es das in mehreren Synagogen, diese, sage ich mal, typisch christlichen Accessoires von Kirchenräumen, also von Gottesdiensträumen, wie Orgel und. Also die Orgel war eigentlich fast in jeder, also um es nochmal anders aufzufassen. Ich beginne mit den Glocken. Also die Glocken waren, ich weiß nicht, ob es der König war oder der Großherzog, der, als er Bad Buchau besuchte, das der Gemeinde zum Geschenk machte. Und dann wollten sie nicht sagen, nee, also Glocken kommen bei uns nicht vor, das können wir nicht gebrauchen. Also da war quasi der, ich meine, es war entweder der Großherzog von Bayern oder der König, der davon ausging, also denen fehlt jetzt noch die Glocke und wir schenken ihnen jetzt als Geschenk die Glocke, und dann haben sie aus Freundlichkeit dann auch entsprechend die Glocken installiert. Also da ist Bad Buchau die große Ausnahme, was die Glocken angeht. Und da war das auch nicht ihre Initiative, sondern es kam seitens der Obrigkeit, die ihnen damit einen Gefallen tun wollten und dachten, sie brauchen das noch. Was die Orgel angeht, das war Teil des 19. Jahrhunderts, wie ich schon dargestellt hatte. Das war Teil sozusagen der neuen Ästhetik des Gottesdienstes, die Einführung des Chors, des Gemeindegesangs. Und dazu gehörte dann auch die Orgel, die das Ganze musikalisch quasi ästhetisch schöner gestalten sollte. Dazu gehört, dass bis zur Shoah 90% der Gemeinden Reformgemeinden waren und entsprechend es viele Orgeln gab in den Synagogen in Deutschland, die alle zerstört wurden, also bis auf wenige Ausnahmen. Und zwar dann, wenn die Synagoge nicht zerstört wurde, aber sonst wurden die Orgeln zerstört in den deutschen Synagogen. Und die Orgel war Teil der Reformbewegung auch. Also damit wollte man also quasi religiös-ästhetisch auf dem neuesten Stand sein. Ich war jetzt gerade im September, war ich tätig als Kantorin 3 Wochen auf Curaçao für die Gemeinde Mikveh Yisrael. Das ist eine sephardische Gemeinde, also völlig eigentlich ein anderer Bereich des Judentums, den ich jetzt nicht so behandelt habe. Die Gemeinde existiert seit 400 Jahren kontinuierlich auf Curaçao, und die Synagoge existiert seit 1732 kontinuierlich, wird sie als Synagoge genutzt und ist damit die drittälteste Synagoge der Welt, die kontinuierlich genutzt wird.
Und da hatte ich die Ehre, während der Hohen Feiertage erstmalig als Frau Kantorin zu sein. Und die Gemeinde hat seit 1866 auch eine Orgel. Also das heißt, ich musste dann mich immer mit dem Organisten verständigen bei der Liturgie, dass wir dann entsprechend auch konform waren, was ich vorgesungen habe und er mich entsprechend begleitet hat. Und da war es auch... Die Orgel ist gekommen, dass im 1860er Jahren ein Teil der Gemeinde auch, obwohl sie sphardisch sind, der Reform angehangen hat, also die Reform eingeführt hat. Die Gemeinde hat sich gespalten dann. Und nachdem also die liberale reform-sphardische Gemeinde dann die Orgel hatte, hat die andere, die weiterhin zunächst orthodox geblieben hat gesagt, die haben eine Orgel, wir hätten aber jetzt auch gerne eine Orgel, auch wenn wir orthodox sind, aber eine Orgel brauchen wir jetzt. Und haben dann 1866 die Orgel eingeführt. Die war dann bedingt auch durch die tropischen Temperaturen irgendwann jetzt Ende der 90er Jahre nicht mehr so ganz funktionstüchtig. Und dann hat Königin Beatrice 300.000 Euro spendiert, damit die Orgel wieder auf den neuesten Stand gebracht wurde in den Niederlanden und jetzt wieder schön erklingen kann. Und das Spannende ist aber, dass diese Gemeinden 100 Jahre parallel existiert haben. Die eine als Reformgemeinde und die andere als sphardisch-orthodoxe Gemeinde. Und dann in den 60er Jahren, also schon vor mehr als 50 Jahren, gab es dann die Einsicht, dass es vielleicht doch günstiger ist, wenn sie sich wieder zu einer Gemeinde vereinigen. Und dann in den 1960er Jahren sich wieder zu einer Gemeinde zusammengeschlossen haben, die dann Mikwe Israel Immanuel heißt. Also Immanuel war vorher der Name der Reformgemeinde. Und sich dann der mittleren Praxis angeschlossen haben, der gemäßigten Reform, um einen Kompromiss zu finden. Und das hat dann auch dazu geführt, das ist dann spannend, dass dann ab 2000 eben Frauen zunächst auch Bat Mitzwa waren, also das Ritual der Bar Mitzwa auch für Mädchen geöffnet wurde. Und dann jetzt die letzte Krönung war, so, dass sie letztes Jahr eine Rabbinerin berufen haben und dieses Jahr mich als Kantorin, und dass die Damen der Gemeinde sagten, dieses Jahr habe es sich richtig angefühlt, dass zwei Frauen jetzt da gestanden hätten, um die Gottesdienste zu leiten. Also das wäre jetzt das Ende, wirklich das oder die Krönung der Gleichstellung der Frauen gewesen. Und ich fand es für mich sehr bewegend, jetzt da auf der da zu stehen, wo die Tora gelesen wird und wo der Kantor, bislang der Kantor, ein Mann gestanden hat, in der Tradition zu wissen, dass seit 1732 dort die Kantoren gestanden sind, um den Gottesdienst zu leiten. Und ich war jetzt erstmalig die Frau, die das dann machen durfte. Und eben diese Kombination von Tradition und Innovation dort wirklich dann auch nochmal in einer Synagoge der drittältesten der Welt eben zu erleben auch, ja. Ja, vielen Dank, Frau Klein. So, weiter. Ich schaue mal Chatbereich. Ja, ich habe auch gerade in den Chat geschaut, ja, ob da noch was ist. Ja. Genau. Ja, liebe Peter, du wolltest ja vorhin etwas sagen. Okay, gut. Der hört mich vielleicht nicht. Gut, also wenn ihr keine weiteren Fragen mehr habt, also wir haben ja noch 5 Minuten Zeit, vielleicht könnt ihr ja euch überlegen. Inzwischen kann ich ja unsere allerletzte Veranstaltung 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Wir haben ja 4 Veranstaltungen hier am Bodenseekreis, gemeinsam mit Amt für Migration und Integration Bodenseekreises und 2 Kooperationspartner organisiert. Und nächste Veranstaltung ist in Ravensburg. Veranstaltung findet am Sonntag statt. Und dazu möchte ich euch allen einladen.
Es geht um die Gustav Landauer. Die Trommel passt sich so nicht an, orientiert sich an die politischen Philosophie. Gustav Landauers Hauptwerk Skepsis und Mystik. So, jetzt warten wir mal ab. Genau, wir haben einen ganz interessanten Herr, also Herrn Siegbert Wolf. Er kommt so viel ich auch aus Worms. Und eingeladen, er wird es über Gustav Landauers demokratische Utopie einen kurzen Vortrag halten. Dann kommt es Musik- und Sprachperformance, Jeb Achterberg, Jörg Fischer. Und ganz genau, also wir laden euch herzlich ein. Findet in Theater Ravensburg, Seppelinstraße 7, 16 Uhr bis 18 Uhr. Wir werden auch versuchen, live zu übertragen, aber da gebe ich euch keine Garantie, weil wir letztes Mal von der PH Weingarten gewisse Schwierigkeiten hatten. Und das ist jetzt zu diesem Thema, würde mich freuen, wenn ein oder anderer live dabei ist. Ein ganz, ganz interessantes Stück. Und Gustav Landauer, die Landauer, Familie Landauer hat auch hier am Bodensee ihre Verwandte gehabt. Hugo Landauer hat hier in Deisendorf gelebt und wurde Gustav Landauer in München Schwierigkeiten gehabt hatte. Nach seiner Ermordung wurde seine Kinder hier nach Deisendorf gebracht. So, ganz genau dazu. Okay, gut. Ja, habt ihr noch weitere Fragen? Nicht? Gut, dann möchte ich mich Frau Dr. Birgit Klein bei Ihnen recht herzlich bedanken, dass Sie heute Abend hier unter uns waren. Und mein Dank gilt natürlich auch für die Hochschule für jüdische Studien Heidelberg. Das ist die dritte Veranstaltung, die wir gemeinsam gemacht haben oder organisiert haben oder beide Organisationen Unterstützung bekommen haben. Wir sehen die Hochschule für jüdische Studien Heidelberg als einen Partner und freue ich mich, dass wir natürlich gemeinsam hier gegen Antisemitismus und jeglichen Reaktionismus gemeinsam vorgehen. Was ich heute mitnehme, es ist die Auslegung Torah. Es gibt keine falsche Auslegung. Es gibt es mehrere Auslegungen. Das können wir natürlich auch für Koran und andere heiligen Bücher sozusagen übertragen, dass man von dem Wort darunter anders versteht, anders interpretiert, anders auslegt, dass wir da tolerant sein sollen und damit diese Vielfalt auch Platz hat und in unserer Gesellschaft. Und ich denke, ich habe einiges gelernt und nochmal vielen herzlichen Dank, dass Sie heute unter uns waren und schönen Abend noch. Ein großer Applaus von uns, von allen. Ja, wenn ich vielleicht ganz kurz noch sage, also danke, dass Sie jetzt am Abend für Ihr Interesse. Sie sind natürlich herzlich eingeladen, auch dann nach Heidelberg zu kommen. Ich hatte heute das Glück, wieder meine Vorlesung vor 60 Leuten halten zu dürfen in Präsenz und freue mich immer über Interesse an der jüdischen Geschichte oder Themen zur jüdischen Kultur. Also das heißt, ich wäre Ihnen da wirklich, also vielleicht klappt das ja irgendwann, wenn Sie das hier, dass wir uns nicht nur jetzt virtuell begegnen. Also ich habe heute gemerkt, ich nach drei virtuellen Semestern, wie schön es doch ist, auch wieder in Präsenz zu sein. Ja. Deshalb meine Einladung an Sie. Vielleicht klappt das ja auch uns auch nochmal wirklich in der realen Welt und nicht nur in der virtuellen Welt hier zu treffen. Gerne, gerne, Frau Klein. Also sowohl in Heidelberg, und wir laden Sie natürlich auch zum Bodensee oder im Oberschwaben, dass wir auch eine Präsenzveranstaltung machen. Also ja. Es gibt, denke ich mir, einige Themen, die wir auch dazu Sie einladen können. Ja.
Gut, also ich wünsche Ihnen alles Gute und Dankeschön, Gute sagen Sie herzliche Grüße auch an Frau Mon. Mache ich, ja, gut. Dankeschön. Danke Ihnen, ja. Tschüss. 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 Alles Tschüss. Gute. So. So, sind wir jetzt zu zweit, oder? Nee, es gibt den Herr oder Frau Frick. Okay. Ich weiß es nicht, wer die sind. Warte mal auf